4x4, and now they show me an 8x8. I don't know what's gonna happen. Stay tuned, see you. Good morning, guys. Where are we? Well, we will find out. We came here last night and we are supposed to come here for an off-road training with Mercedes. So it's pretty early. The guys start working here already. So stay tuned and check out how this lovely day is gonna be. Look where we are parked. Isn't this awesome? And check it out. I just reparked because they're working here already. And wow, ein Steinbruch, thanks to Schneider GmbH here in this area. And Rolf, the owner, the Geschäftsführer, was so kind to drive me around. Look at this, amazing. A lot of work here to make from big rock, small rock, building houses, roads, etc. And we're gonna have a little training here today. Let's see how that works out. I am Isabella and I am from Brazil. This is Fabian and he is German. We've been overlanding the world with our home sweet home, Frank the Tank, for the past almost 4 years. And together with our son Mateo and our two lovely dogs, Uni from Spain and Basco from Germany, we are living even for before. Subscribe and welcome to the family. And the trainers arrived. The trainer for Mercedes. And here they placed three nice trucks. And today they're gonna do a little film shoot. And at the moment, they're organizing what's gonna happen. So. Guys, heute sind wir hier mit dem Wiedmann Trainerteam und hier haben wir den Tobias Müller. Den Tobias Müller und Axel Oras. Axel Oras, willkommen in unserem LKW. Dankeschön. Also als wichtige Einstellung im Geländebereich brauchst du hier unter anderem das Freischaukeln und das Ausschalten von dem ABS. Das sind nämlich Dinge, die du relativ schnell brauchst, um dort schnell hinkommen zu kommen. Du bist jetzt mal egal, irgendwo. Ja. Du kommst zu diesem imaginären Schalterfeld schnell, indem du auf diese 6 Quadrate drückst. Genau. Ja, und dann bist du hier. Und dann hast du das Freischaukeln, die Rollsperre und das Ausschalten vom ABS. Warum schaltet das ABS aus? Das ABS ausschalten machst du natürlich nur im Gelände. ABS bedeutet ja, wenn die an die Blockiersystem, die Räder sollen in der Regel nicht blockieren, weil blockierende Räder nicht mehr lenkfähig sind. Ja. Im Gelände kann es auch sein, dass du sagst, sie sollen blockieren, weil du einen Keil vor dir her schieben möchtest. Okay. Um eine gewisse Bremswirkung schon zu haben. Ja? Dann kannst du also hier das ABS ausschalten. Wie gesagt, nur im Offroad-Bereich. Also heute wird man es ausschalten? Es kommt auf die Situation an. Ja, hier denke ich, hier diese Schotterwege, da wird es dir nicht viel bringen. Auch wenn es doch eher ein bisschen weicher Untergrund ist, könntest du das ausschalten. Das wäre das. Du hast hier
die Möglichkeit, eine Rollsperre einzuschalten. Bedeutet, du stehst am Berg und willst beim Anfahren nicht, natürlich nicht nach hinten rollen. Ah. Generell einmal draußen auf der Straße, die hinter dir kriegen Angst. Ja, ja, ja. Wenn du auf einmal zurückrollst. Ja, und es ist ja schlecht fürs Getriebe, wenn man im ersten Gang ist und rollst rückwärts. Du rollst rückwärts, du fängst natürlich dann mit der Kupplung das ganze Gewicht ab. Es ist ein Verschleiß und im Gelände würde natürlich ein Zurückrollen auch bedeuten, dass du eher schlecht wegkommst. Ja, ja. Weil aus der Rückwärtsbewegung wieder vorwärts zu kommen, ist schwieriger als aus dem Stein. Ist es dann ständig an oder einmal an und wenn ich losfahre, ist aus? Ja, genau. Hier hast du dieses rote Licht. Berganfahrhilfe. Bedeutet, du bist auf der Bremse, ja. Hast einen Gang eingelegt, gehst von der Bremse aufs Fahrpedal, also aufs Gaspedal, hast du 2 Sekunden Zeit, so lang hält die Bremse dein Fahrzeug fest und sobald du so weit auf dem Gas bist, dass das Fahrzeug Vortrieb kriegt, lässt er los, lässt er die Bremsen los und das Fahrzeug fährt perfekt los. Ja? Wenn ich jetzt stehen bleibe und die anmache, bleibt er sofort stehen? Probier's aus. Und jetzt gehe ich runter. Jetzt musst du erstmal auf der Bremse sein. Habe ich jetzt gemacht. Ja. Ah, also. Jetzt ist sie 2 Sekunden rum. Du hast 2 Sekunden Zeit, von der Bremse aufs Gaspedal zu gehen. Ach so. Deshalb hat er jetzt gehupt, um dich zu warnen. Pass auf, ich mache gleich die Bremse auf, wir rollen rückwärts. Die Rollsperre ist nur 2 Sekunden. Alternativ, eigentlich eine einfachere Variante. Gerade auch im Gelände, wo man jetzt nicht viel Knöpfe drücken will, ist die sogenannte Hold-Funktion. Kennt man sicher auch aus dem Pkw-Bereich. Du stehst am Berg und drückst das Bremspedal stärker, als es eigentlich nötig wäre. Okay. Dann kommt hier die Meldung Hold. Ah, okay. Heißt, in dem Fall, die Bremse bleibt zeitlich unbegrenzt zu. Hier haben wir gesagt 2 Sekunden bei der Rollsperre. Und da bleibt bei der Rollfunktion bleibt die Bremse zeitlich unbegrenzt zu. Ah. Du könntest sogar auch sagen, ich gehe so lange auf neutral, um das Ausrücklager zu schonen. Und erst wenn du den Vorwärtsgang einlegst, Gas gibst und soweit Vortrieb da ist, dass das Fahrzeug auch nach vorne zieht. Aber er macht nicht die Handbremse, nein. Nee. Okay. Geht über die Betriebsbremse. Drück mal das Bremspedal stärker durch, als du es brauchst, dann müsste da drüben die Hold-Funktion angehen. Hold. Genau. Jetzt kannst du weggehen von der Bremse, du kannst den Gang rausnehmen. Die jetzt Bremse kann ich mich vorbereiten, jetzt könnte ich sagen, ich muss spielen und was weiß ich. Jetzt bleibt die Bremse zeitlich unbegrenzt zu, bis du eben Gang drin hast und so weit auf dem Gas gehst, dass er Vortrieb hat. Ohne Scheiß, das ist jetzt dann doch noch ein Training geworden, schau. Das ist ja cool, aber wenn ich jetzt Gas gebe? Wenn Gang drin ist und der Gas, macht das Hold dann weg? Genau, dann geht er wieder los. Aber ich kann jetzt auch einen zweiten Gang, oder sagst du jetzt hier, erster wäre vielleicht jetzt? Ja, im zweiten Gang ist hier gut. Ich meine, du nimmst den Gang, den er dir vorschlägt, weil er hat ja einen Neigungssensor. Er hat eins gesagt. Dann nimmst du eins, der hat einen Neigungssensor drin und er weiß, wie schwer du beladen bist. Ja, dann mach ich jetzt einfach Automatik, um da am besten zu sein, weil dann fährt er mich jetzt einfach hoch. Dann wird er auch nacheinander hochschalten, wenn du keine Angst davor hast, dass er Zugkraftunterbrechung für einen Terrain. Das heißt, uns würde da eigentlich die Lenksperre reichen. Okay. Die können wir einschalten, haben wir ja vorhin schon mal gesprochen gehabt, bis zu einer Fahrgeschwindigkeit von maximal 10 km/h. Okay. Wir müssen bedenken, die Steigung sieht der LKW nicht. Wenn der jetzt also bilanzieren würde, wenn wir im Automatikmodus sind, kurz vor der Steigung schalte ich hoch, ja. Dann könnte es passieren, dass wir zum Stillstand kommen. Das heißt, du schaltest das Getriebe dann vor, es eben in die Steigung reingeht, in den manuellen Modus. Okay. Du nimmst den vierten Gang.
guckst dann, dass du mit ordentlich Drehzahl reinkommst in den Berg und ziehst dann mit möglichst gleichmäßiger Geschwindigkeit im Viertel an. Okay, also ich mache jetzt manuell. Ja, manuell. Lang drauf bleiben. So. Jawohl. Den lassen wir draußen. Den brauchst du nicht. Und dann auf die Bremse. Jawohl, dann geht die Feststellbremse, wenn du den Gang dann noch da einlegst, automatisch auf. Genau, und jetzt willst du den vierten Gang? Genau, du kannst jetzt auch im zweiten anfahren, den dir jetzt vorschlägt, kannst du auch während der Fahrt dann noch auf 4 schalten. Okay. Dann hast du auch entsprechend die Kupplung schon, dass du den dann zu hohen Gang einfährst. Jawohl, vierter Gang dazu. Also einmal fahren wir noch durch, oder? Bitte? Einmal fahren wir noch durch das. Ja, muss schon sein. Fahrt aufnehmen. Jetzt haben wir einen dritten. Jetzt schalte ich den vierten. Genau. Und dann drauf bleiben. Dann rutscht dann drauf. Wenn wir oben nach rechts werden wir fahren können. Genau, passt. Und dann fahren wir nach rechts, hast du gesagt. Schau her, mit 1500 Umdrehungen. Passt. Ohne Probleme. So, und wie das jetzt ist, entweder nimmst du den Automatikmodus oder bleibst jetzt hier, weil du sagst, boah, es wird sowieso gleich berghoch runtergehen, bleibst im manuellen Modus. Das bleibt also dir überlassen. Wir fahren hier wieder halb links. Okay. Erstmal Richtung dem Bagger. Ich merke schon, du bist richtiger Fahrlehrer. Wir fahren links. Eigentlich sollst du mit auf Reise fahren. Ernsthaft? Ja. Weil dann muss ich doch immer schauen, wo ich hinfahre. Wir fahren nochmal runter, wo wir vorhin waren. Genau. Und im manuellen Modus, egal was passiert, er würde nie schalten. Der schaltet nicht. Also 4 runter. Und dann ist es so, das war jetzt eher Frage von mir, sowieso. Ja. Ich muss die Motorbremse jetzt nicht dazu nehmen. Das ist jetzt schon Motorbremse, obwohl ich sie gar nicht drin habe. Wenn er mal zu schnell wird, kann ich einen. Kannst du ziehen, ja. Ich meine, du hast ja hier den Vorteil bei dem Fahrzeug, es sind alle Räder angetrieben. Das heißt, die Motorbremse wirkt auch auf alle Räder. Ja. Ja, der 6x4, mit dem wir vorhin gefahren sind, der wirkt die nur auf die Hinterräder, nicht auf die Vorderräder. Ah, und bei 8x8? Der ist Allrad getrieben, das heißt, der wirkt dann auf alle Räder. Oh, das ist okay. Hast du ein 4x2 wie der Atego, wirkt es auch nur auf die Hinterräder. Ah. Und das kann das Ganze instabil machen. Also ich habe jetzt hier die Bremse noch gar nicht benutzt. Wenn du jetzt hier runterkommst, unten die Rechtskurve, es wird steil, das Fahrzeug wird jetzt schneller, dass du vor der Kurve die Geschwindigkeit hast, mit der du durch die Kurve durchfahren willst. Okay, also ich habe jetzt runtergeschalten. Weil das, was du fürs Bremsen benötigst, fehlt dir dann an der Seitenführung. Und Bremsen hier ist ganz schlecht. In der Kurve schlecht. Ja, ich meine, du hast jetzt hier ein grobstolliges Profil auch auf der Vorderachse. Ja. Wir haben vorhin über das Profil gesprochen, das mehr ein Längsprofil hat. Ja, ja. Da würdest du merken, wie der jetzt hier über die Vorderachse nach links schiebt. Und wenn du dann noch dazu bremst, dann geht es Richtung Wand. Und mir ist das auch schon aufgefallen, wenn ich... Also der Schreckmoment ist immer, wenn ich runterschalte, vom 5.4. jetzt, und ich bin immer Stein. Dann rollt er erst einmal an, aber das hält er wieder. Ja. Weil dann ist die Panik, dass man auf die Bremse drückt und das soll man auf gar keinen Fall machen. Ja, da ist mir schon passiert, dass ich quer gestanden bin. Ja, also das ist schlecht. Also im Gelände immer gucken, dass du in der Steigung nicht schalten musst. Sorry, bin ich dich. Ich nicht. Diese WIP-Funktion, die können wir jetzt gar nicht testen, da musst du feststecken, oder? Das Freischaukeln? Ja. Da musst du feststecken, ja. Also mache ich was kaputt, wenn ich so mal drin habe? Nö, kannst du machen. Aber also zunächst mal gilt natürlich, ein Steckenbleiben vermeiden, indem ich rechtzeitig die Differentialsperre nehme. Der steckt jetzt schon drin, aber wohl Spaß. Ja. So. Freischaukelmodus heißt, wenn du aufs Gaspedal gehst, würde die Kupplung schneller schließen als normal, um eine schnelle Vorwärtsbewegung zu kriegen. Gehst du vom Gaspedal weg, würde die Kupplung schnell lösen, um eine Rückwärtsbewegung zu kriegen. Gehst wieder aufs Gas, Kupplung schließt schnell, um die Vorwärtsbewegung zu kriegen. So kriegst du ein Schaukeln hin. Ja? Komfort, Verschleiß sind untergeordnet. Wichtig ist, dass du rauskommst. Wenn du da ewig rumspielst, dann ist der Verschleiß unterm Strich noch größer. Genau, also ich drücke das jetzt mal. Genau, und ich würde natürlich auch die Differentialsperre längs und quer sperren. Alles, was du hast. Genau, ruhig alles anmachen. Alles? Ja, wenn du sagst, ich brauche mal einen Freischaukelmodus, dann den zweiten Gang zum Beispiel, den ersten. Zweiter Gang ist okay. Also, dann probierst du mal, gehst mal aufs Gaspedal. Ja, hier sind wir natürlich nicht richtig festgefahren. Wenn du jetzt loslässt, gehen wir weg vom Gas. Ja, lässt sich hier schlecht sehen. Ah, und er kapiert es und sagt, brauchen wir nicht. Nee, er schließt schon schneller die Kupplung, aber du merkst es jetzt hier nicht wirklich. Was hat er jetzt gehabt?
war das? Ich habe es nicht gesehen. Jetzt hat er die Berganhilfe eingeschaltet. Jetzt ist er auf die Bergfahranhilfe übergesprungen. Ja. Das ist, wenn du im Freischaukelmodus jetzt bist. Jetzt rollt er nicht mehr. Ja, dass du nicht mehr zurück kannst auch. Ganz ehrlich, da habe ich was Neues gelernt. Aber hat sie jetzt hier halt nicht richtig demonstrieren lassen. Jetzt machen wir da noch schnell durch. Langsam. Dass wir halt noch was schießen am Schluss. Wo uns nicht wirklich festgefahren hat. Ach so, also okay, aber wenn er jetzt gemerkt hätte, dann würde er nicht die Reifen durchdrehen lassen, sondern würde stoppen und würde halt so eine Whip-Bewegung machen. Genau, du kriegst einfach, wie gesagt, die Kupplung. Ist das jetzt auf Sand, also ich rede jetzt vom Strand, ist es da empfehlenswert, ja oder nein? Oder buddelt er sich mehr ein? Oder lieber aussteigen und Luft raus und Sandbleche? Wenn du merkst, es geht nicht weiter, dann probierst du es damit aus. Und wenn er dann das nicht gleich schafft, dann stoppen. Sperre kannst du dann auch wieder rausnehmen. Ja, kann ich dir jetzt also du sagst jetzt bei 10 km/h kannst du schon rausnehmen. Ich kann jetzt einfach sagen. Ja. Und jetzt mal auf manuell. Oder wenn du jetzt stehen bleibst, wenn du nochmal stehen bleibst. Ja, das weiß ich. Also wenn wir das jetzt. Aber jetzt ist sie noch drin. Das heißt, wenn ich jetzt. Die Rollsperre, du musst gucken, ich weiß es jetzt nicht, was der für Produktionsmonat hat. Es gibt Fahrzeuge, die ein bisschen älter sind. Ja. Dass die Holtfunktion nur funktioniert, wenn du die Rollsperre vorher aktiviert hast. Das kann aber sein, dass der jetzt bleiben hier in der Untersteigung kurz stehen. Okay. Komplett. Jetzt mal die Rollsperre raus. Und jetzt überdrückst du mal das Bremspedal. Guck mal, obwohl, jawohl, geht also ohne, dass es vorgewählt ist. Die ersten Arox 5, da war es so, dass hier vorgewählt sein musste, damit die Holtfunktion überhaupt funktioniert. Ja, aber bei dem ist es so, ich brauche das hier gar nicht mehr, weil ich arbeite immer mit der Holtfunktion. Ja genau, das ist viel komfortabler, drückst ein bisschen einfach durch und dann steht er und dann kannst du dich schön vorbereiten. Genau. Und jetzt, wenn die Gas gibt, fahrt er wieder. Fährt er los. Aber da blinkt auch nichts, weil das ist eine andere Bremse. Ja. Das ist ja super. Das nimmt mir, also ohne Spaß, wenn man sowas mal also im Kopf drin hat, ja, dann ist ja so ein steiler Berg eigentlich gar kein Problem mehr. Weil wenn irgendein Hindernis am steilen Berg kommt, dann mache ich einfach mal erst mal Hold-Funktion. Und atme erstmal und sage, okay, jetzt überlege ich mal, was ich mache. Genau. Fahre ich rückwärts oder schneide ich den Baum weg? So geht's nämlich manchmal. Ja. Eins habe ich festgestellt, wenn eine Tür nicht richtig zu ist, meine Frau geht kurz raus, macht die Tür zu, die ist nicht ganz zu, dann lässt er mich nicht aus der Handbremse raus. Bei 0 km/h, wenn du die Tür aufmachst, geht die Bremse zu, weil es doch immer mal wieder passiert, dass jemand die Feststellbremse vergisst. Einfach aus Sicherheitsgründen, man vergisst es wie auch immer. Perfekt. Und sie musste rausschauen, musste aber schnell reagieren. Sie schaut dann hinten, ist aber die Tür nicht zu, dann muss sie rüberkraxeln. Ja. Hinten hupen die Leute schon. Ist halt nervig, aber wenn man es weiß, dann ist es ja gut. Ja. Zum Öffnen der Feststellbremse muss ich auf dem Bremspedal sein, drücke hier, gehe die Feststellbremse auf, zum Zumachen wieder hier drücken. Alternativ kannst du zum Zumachen auch hier diesen Hebel ziehen, bis zum Anschlag durchziehen. Wenn du jetzt sagst, ich möchte anfahren, genau, und möchte hier gar nichts mit zu tun haben, dann bist du auf der Bremse, dann legst den Vorwärtsgang ein, beides gleichzeitig, Bremspedal plus Vorwärtsgang. Wenn du dann aufs Gas gehst, geht die Feststellbremse selbsttätig auf, ohne dass du hier etwas tust. Vielen Dank für diesen Tipp. Ja. Welches Problem man halt oft hat, manche stehen auf der Bremse, legen den Vorwärtsgang ein und denken, sie müssten jetzt hier aufmachen. Dann machen sie wieder zu. Dann machen sie wieder zu. Ah, okay. Genau, das muss man wissen. Siehst, Praxis. Ansonsten, was wir hier noch haben, ist das Freibrennen des Partikelfilters. Ja. Der Partikelfilter, wenn der freigebrennt werden soll oder das Fahrzeug merkt, dass der Partikelfilter einen gewissen Füllungsgrad hat, ja,
weil die Abgase einen höheren Gegendruck kriegen. Dann sagt er, jetzt müssen wir den Partikelfilter freibrennen. Dazu wird mehr Diesel eingespritzt, die Abgastemperatur wird erhöht. Okay. Heißt, zum Auspuff kommen höhere Abgase raus. Jetzt bist du irgendwo unterwegs, wo es trocken ist. Ja, ich weiß nicht, wo ihr da so in Afrika ja, oder du Südamerika. Stehst, bei mir passiert es immer an der Tankstelle. Kurz vorher geht er in meinen Verbrennmodus. Dann kann ich das kurz ausschalten, oder? Dann schaltest du hier diese Regeneration aus. Genau. Über Off, weil du sonst vielleicht irgendwo irgendwas in Brand setzt. Genau. Die Partikelfilter-Regenerationssperre bleibt ausgeschaltet. Auch wenn du die Zündung ausmachst, wieder einschaltest, bleibt sie ausgeschaltet, weil der LKW ja nicht weiß, ob du aus diesem brandgefährdeten Bereich tatsächlich wieder raus bist. Ja. Wenn er jetzt regenerieren möchte, ja, weil der Gegendruck zu hoch ist, dann fordert er dich dazu auf, die Sperre aufzuheben. Genau, ja genau. Das habe ich schon gesehen. Das ist gerade, denke ich, in eurem Bereich wichtig zu wissen. Ja, vielen Dank. Wenn ihr irgendwo unterwegs seid, wo vielleicht doch wenig Regen vorhanden ist. Ja. Dankeschön. They sold me a 4x4, now they show me an 8x8. I don't know what's gonna happen. Stay tuned, see you when we see you. Opportunity to drive an 8x8, thank you Altaus Wiedmann, and a 6x6. The 6x6 didn't impress me very much, to be honest, but the 8x8 with the circle and the four axles or whatever changing and you can steer is amazing. And you steer with one finger, all the axles, while you're standing. This is amazing. But anyways, look at Isabella. Woohoo! And look at Matteo sleeping. Is he sleeping? Yeah. Now we are in the inside. Everybody's having fun. Everybody's having fun. There you go. Isabella driving through the mud. And I am not afraid, but an unusual feeling. He's afraid. Try to not hit rocks. And now she goes through a water hole. Or go through this water hole. There is somebody there. Take it easy. Just go. No, don't worry. He's going down. No, he's going there. You go straight. Isabella is going through a water hole. Too many people is up there. Don't worry about it. This is only Nico and two driving coaches. They know how to get out of the way. And here's be careful now. Slow, because it's a bump. And now go, and the back you need to be slow, and then go. Yeah, now you can go. Woohoo! You like it? It's fun. It's really nice. I'm telling you.
So this is for all the people who always say, what is he gonna do when he has a broken leg? This is what we're gonna do. Drive, don't worry, guys. And here goes down, you know? Except never... No, just don't race it down, but you don't anyways. Thanks for tuning in. Yes, we have a new webpage up and running. So if you wanna know something about us, livinggive4x4.com. If you wanna have a little consultancy, if you're building your own truck or whatever, you need us, we are there for you. Check it out. Also, all the links to our YouTube, Patreon, Facebook, Instagram. Thank you.